Ein Kreiselspiel. Das wünscht sich der 8-jährige Philipp zu Weihnachten. Es ist nur ein kleiner Wunsch, doch für seine Familie ist er unerschwinglich. Viele solcher Herzenswünsche hängen deshalb am Wunschbaum der Initiative Kulturkinder München am Schwabinger Weihnachtsmarkt. 800 waren es insgesamt. Die Wünsche der Kinder könnten unterschiedlicher kaum sein. Von Puppen über Roboter bis hin zu Gutscheinen war alles dabei. Ein Chemiebaukasten, ein spezielles chemisches Element, das war ein besonders lustiger Wunsch. Also es ist wirklich alles dabei, vom Geschenk fürs Baby, dass sich irgendwie die erste Babyrassel wünscht über die Mutter, bis hin zum Geschenk für den 13-Jährigen, der sich einen Champions League Fußball wünscht. Einige dieser Wünsche wurden schon erfüllt und andere, die warten noch. Und so funktioniert's. Besucher des Schwabinger Weihnachtsmarkts können die Herzen pflücken und die Wünsche, die darauf geschrieben oder gezeichnet werden, erfüllen. Das besorgte Geschenk kann dann beim Stand des Kulturraums gleich neben der Bühne abgegeben werden. Die Geschenke werden auch manchmal an meiner Hütte angeliefert und es ist so liebevoll verpackt. Und dann sage ich, ja, was hat sich denn das Kind gewünscht? Es soll ja nur 20 Euro sein. Und dann kommen da Riesenpakete, dann sagen die, ach nein, wir haben noch für die Geschwister was gepackt und für die Eltern. Also es ist ganz hervorragend und viele freuen sich schon, rufen im Vorfeld schon an, gibt es wieder einen Wunschbaum, wollen also unbedingt Geschenke pflücken und kaufen. Schenken macht die Münchner also glücklich. Für den Trägerverein, den Kulturraum, geht es dabei um viel mehr als Spielzeug und Gutscheine. Es geht darum, dass die Kinder auch wissen, es gibt jemanden, der über sie nachdenkt, der an sie denkt, der sich wirklich Gedanken macht, wie kann ich denn einem Kind, das wirklich sonst nicht viel hat, eine Freude machen, gerade in der Vorweihnachtszeit. Die Schenker, die hier die Herzen pflücken, die sind wahnsinnig, machen sich wahnsinnig viele Gedanken auch über die Kinder. Wir kommunizieren auch immer den Kindernamen und Alter und Geschlecht des Kindes dazu. Die Schenker packen das wahnsinnig liebevoll ein und schreiben auch noch mal ganz nette Weihnachtswünsche dazu. Das heißt, das Kind bekommt nicht nur das Geschenk, sondern letztlich auch die Aufmerksamkeit. Kulturkinder München ermöglicht Kindern einkommensschwacher Familien seit 2013 mal ein Kino oder eine Theatervorführung zu besuchen. Über 5000 Kinder und soziale Einrichtungen sind dort angemeldet. Und helfen kann jeder, auch wer kein Geschenk mehr besorgen kann. Ungefähr 10% der 800 Wünsche werden zwar gepflückt, die Geschenke werden aber leider nicht zurückgebracht, weil jemand krank wird oder es vergisst. Und das ist einfach wichtig für uns, dass diese Kinder trotzdem ihr Geschenk bekommen. Und deswegen kaufen wir als Verein dann die Geschenke für die Kinder. Und dafür bräuchten wir noch Barspenden und freuen uns über jede Spende. Auch schon 1 Euro ist ganz toll. Und wenn dann alles besorgt ist, gibt es am 3. Adventssonntag, den 16. Dezember, eine symbolische Geschenksübergabe an 10 Kinder. Bis dahin kann jeder Kinderaugen zum Strahlen bringen und noch einen ihrer Wünsche vom Baum pflücken.